Kapitel 41: Die Könige der Oberliga. Ein klarer 2:0 Sieg entschied das Halbfinale des Oberliga-Turniers. Nur ein einziges Duell stand nur noch bevor, um zu entscheiden, welches Team die Chance bekommen würde, sich für die Königsliga zu qualifizieren. Also Aurora, was zur Hölle ist gerade wirklich geschehen? Es schien, als würde Machado seiner Teampartnerin nicht glauben, dass sie nichts darüber wusste, was es genau war. Aber wenn es nun mal die Wahrheit war... Ich lüge nicht, ich kann wirklich nur raten, dass es Nachwirkungen waren. Aber sehen wir es doch positiv. Ich beherrsche jetzt eine Stahlattacke und wir sind im Finale. Zwar sah das gesamte Team diesen Punkt gleich, jedoch wirkte Kel trotzdem nicht sonderlich zufrieden. Du hast recht, aber... Aurora, wenn so etwas ist, darfst du nicht im Ring bleiben. Was, wenn du einen anderen Gegner gehabt hättest? Das ist ein Sieg doch nicht wert. Es waren beinahe die meisten Worte, die das Akani in längerer Zeit gesprochen hatte. Deswegen war das wohl Nona zunächst überrascht. Es fiel schwer, tatsächlich eine Antwort zu finden. Ja, ich weiß Bescheid, Kel. Viel tun konnte ich gerade aber nicht. Mental stellte sich Aurora auf einen Streit ein. Jedoch kam er nicht. Kel wirkte zufrieden mit der Antwort, welche er bekam. Zudem war keine Zeit mehr für Ansprachen, denn Elementara betrat Ebene 50, dort wo Team Polanavatra sich bereits versammelt hatte. Gefolgt von drei Pokémon, Snibuna, Voltula und Suicune, eines der anderen beiden Halbfinalisten-Teams. Aurora, Kel und natürlich auch ihr, Machado Monagoras. Ihr seid also bereits hier, perfekt. Team Polanavatra, Team Serelo, dies sind eure Gegner. Ein kurzes Nicken des Voltula folgte, welches Aurora im Namen ihres Teams erwiderte. Eure beiden Gruppen sind die Finalisten der Saison. Nicht alle Anwesenden schienen mit dieser Lage einverstanden zu sein. Denn Snibuna erhob ihre Stimme. War die Gruppe nicht vor einer Saison noch in der Unterliga? Wie kann das sein? Erlebe erst einmal, was wir alles durchgemacht haben. Und frage dann nochmal. Und am Anfang der nächsten Saison sind wir in der Königsliga. Also gebt Acht. Elementara wollte die Lage wieder in den Griff bekommen, bevor es eskalierte. Nun, ihr spielt jetzt um den Relegationsplatz. Ein Duell entscheidet alles. Ich werde den Kampf überwachen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht völlig unparteiisch sein kann, aber die Wertung wird dies nicht beeinflussen. Also wählt eure ersten Kämpfer. Als gerade die Planung Polanavatras beginnen sollte, ergriff Elementara noch einmal das Wort. Eine wichtige Sache. In einem Finale wie diesem besteht ein Duell aus minimal drei Runden. Erst in Runde 5 käme es zu einem 2 gegen 2. Schnell war alles für Auroras Team geplant. Und schnell war klar, dass dies ihre beste Chance war. Kel war stark gegen alle drei Gegner, auch wenn Suicune gefährliche Angriffe beherrschte. Selbiges galt für Monagoras, welcher ebenfalls gegen alle stark war. Machado konnte immerhin zwei der drei, von denen im Notfall einer doppelt kämpfen würde, effektiv treffen und durch ihre neue Technik stand auch Aurora im Vorteil gegen zwei von drei Gegnern. Trotzdem galt Geduld. Voltula dürfte am besten nicht gegen Machado oder Aurora antreten. Bald traten zwei Pokémon in den Ring. Auf der einen Seite Snibuna, auf der anderen Seite ein sehr glücklicher Konter. Machado. Und genau hierauf hatte der Schatten gehofft, mehr als in nur einem Aspekt. Denn er wusste, dass das Eis-Pokémon nicht bereit für seine Spezialität war. Im Gegenteil. Sofort nutzte Snibuna wertvolle Sekunden, um sowohl Angriff als auch Geschwindigkeit zu erhöhen. Jedoch hatte Machado dies erwartet. Und stand nun mit 10 gegen 1. Und noch dazu trafen Kampfangriffe unglaublich stark. Ein Eisschild sollte die Rettung sein, so dachte Snibuna. Es war nicht die Rettung. Eine einzige Combo reichte, damit Snibuna wehrlos im Risikobereich lag und Machado das Duell beendete. Ein simpler Sieg.
Nun bestand die Überlegung für Polana Watra aus simplem Ausschlussverfahren. Gegen Suicune wäre letztlich Aurora am besten. Gegen Voltula Monagoras. Eine 50-50 Chance. Wobei es sinnvoller war, nun Monagoras zu senden. Der Grund war eine theoretische Runde 4. Würde nun Aurora in den Kampf gegen Voltula ziehen, dann müssten Kell oder Monagoras gegen Suicune ran. Sollte es dann nicht 3-0 schicken, würde Team Serelo Suicune erneut schicken können. Aufgrund dieser Überlegung stand nun Monagoras im Feld, jedoch gegen Suicune. Vermutlich hatten Polana Watras Gegner den Gedankengang nachvollzogen und sich so für die beste Wahl entschieden. Auch wenn es trotzdem nicht unbedingt eine gute war. Es würde ein schnelles Duell werden, aber doch recht spannend. Beide Pokémon konnten einander mit ihren wichtigen Typen. Also begann Duell 2. Polana Watra im Vorteil. Monagoras begann den Kampf, wie jedes Gesteins-Pokémon es immer tat. Felsen aus dem Boden. Sie waren zu effektiv, als dass man sie sich sparen könnte. Doch dies machte es nicht weniger vorhersehbar. Nicht eine Sekunde zögerte Suicune, bevor er in den Angriff überging. Sofort nutzte er Techniken, welche Monagoras dank des Trainings mit Aurora inzwischen besser kannte. So wusste er nun, dass der rutschige Grund ihm kein Nachteil werden würde, schaffte er nun Kiesel als Weg, damit diese ihn stützten. Jedoch unterschätzte er hierbei Suicunes Aggressivität, als das Polar-Pokémon sich sofort erneut auf ihn stürzte, ohne eine Sekunde zu verlieren. Dieser Gegner wusste, dass viele Gesteins-Pokémon den passiven Kampf bevorzugten, also wollte er dies nicht gewähren. Die perfekte Taktik gegen den offensiv recht trägen Monagoras, welcher den Kampf schnell verlor. Nun blieb nur Voltula gegen Kell oder Aurora. Keine Frage. Und sofort schaute sich das Akani die Taktik des vorigen Gegners ab, sofort in den Sturm zu gehen. Jedoch schien Voltula bereits bereit für einen Frontalangriff. Eine Spezialität des Käfertypen, ein Spinnennetz, hielt Kell auf und verlangsamte ihn. Gleich doppelt, da die elektrische Spannung in den Fäden seine Muskeln zusätzlich lähmte. Somit hatte Kell einen seiner Vorteile bereits weggeworfen. Voltula war nicht schnell, doch nun war Kell langsamer. Zudem war er kein allzu guter Distanzkämpfer, was einen Geschwindigkeitsverdruss umso schmerzhafter machte. Im Prinzip blieben auf die Distanz nur Felsen und Flammenwurf über. Und Kell fiel nun erst auf, dass ein Elektro-Pokémon der perfekte Gegner für ihn war, um Distanz zu wahren. Denn auch Erdbeben verblieb. Die Spinne stolperte sofort über seine eigenen Beine und fiel zu Boden, schlug jedoch zu und traf Kell, als dieser versuchte, sich zu nähern. Auch wenn der Angriff direkt wenig bewirkt hatte, einen riesigen Vorteil hatte er Kell gebracht. Einschüchterung. Voltula war nicht mehr gewillt, gegen seinen wohl verhasstesten Angriff auf Distanz zu bleiben. Doch im Nahkampf gegen einen wilden Löwen anzutreten, war ebenfalls keine Option. Und doch musste er sich dafür entscheiden. Mit Netzen, kleinen Stichen und Funken versuchte Voltula, so Kell gerade außer Reichweite zu halten, ihn dabei jedoch zu treffen. Allerdings hatte das Akani auch mit so einer Strategie gerechnet. Eine Flamme entstand in seinem Mund, welche Voltula zurückschrecken ließ. Doch anstatt diese auf den Feind zu richten, brannte Kell sofort all die Netze von seinem Körper, um mit Flammenblitz eine überraschende Offensive und den Schlusspunkt des Duelles zu setzen. Matchpoint für Polana Watra. Aurora, Snibuna, ihr seid dran. Vielleicht ist das hier die Entscheidung. Snibuna? Einerseits war es natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber andererseits durfte Team Serelo sich nicht aussuchen, wer nun erneut zum Zug kam. Erst jetzt merkte Aurora auch die Logik und die Unfairness, die eine andere Regel hätte. Sie hätten die Planung von vornherein umstellen können, wenn sie gewusst hätten, dass Snibuna sofort wieder als erstes kämpfen müsste. Doch auch so, Aurora war optimistisch. Sie hatte einen Stahlangriff, mit welchem ihre Gegnerin niemals rechnen würde, und außerdem mehrere Feenattacken. Wenn sie jetzt nur gut performte, dann wäre das gesamte Turnier entschieden. Bei diesem Gedanken bemerkte das Vulnona, wie ihre Beine anfing zu zittern. Dieses eine Duell
konnte ihren Traum so viel näher bringen. Was, wenn sie nun versagte? All der Druck lag bei ihr, sie war die Favoritin. Was, wenn sie nun versagte? Doch einen Weg um diesen Kampf herum gab es nicht. Du hast an unserer Kraft gezweifelt, Snibuna. Nun lass mich dir zeigen, wie Polana Vatra ihren Aufstieg schaffen. Die mutigen Worte galten vor allem dazu, ihre eigene Nervosität zu verdecken, mit mäßigem Erfolg. Aurora begann direkt eine Mondgewalt anzuladen, wie sie es zuvor schon öfters getan hatte, während Snibuna wieder alle Werte steigerte. Sofort ärgerte sich Team Polana Vatras Leiterin. Sie hätte dies ahnen und bestrafen müssen. Stattdessen hatte Snibuna nun einen Vorteil. Und ein kurzes Aufblitzen an der Hand des Unlicht-Pokémon rief neue Furcht in Aurora wach. Stahl war ihre Geheimwaffe. Doch sie hatte verdrängt, dass auch ihre Feindin diese nutzen könnte. Auroras größte aller Schwächen. Metallklaue. Und das mit diesem nun erhöhten Angriff. Aus Reaktion erschuf sich Aurora sofort eine Eissäule unter den Füßen, auf welcher sie nun stand, um außerhalb der Reichweite der Feindin zu bleiben. Dies war ein Duell ähnlich wie Voltula gegen Kell, doch nun mit getauschten Rollen. Aurora durfte nicht in den Nahkampf gelangen. Sie musste es irgendwie schaffen, eine Mondgewalt kritisch zu landen. Aber wie? Dies würde bereits ausreichen, um den Kampf zu entscheiden. Allerdings war Snibuna das wohl agilste aller Pokémon in diesem Raum. Vor allem, wo sie ihre Geschwindigkeit nun noch einmal vervielfacht hatte. Und auch angeladen benötigte Mondgewalt noch einen Moment vor der Ausführung. Zudem musste Aurora ihren Fokus wahren. Das Einzige, was sie machen könnte, war ein Überraschungsangriff. Sofort entschied sie sich. Und gegen jede Vernunft. Es war von Risiko, doch wenn sie Erfolg hatte, wäre der Sieg sicher. Sie sprang von ihrer Eissäule herunter, womit Snibuna eindeutig nicht gerechnet hatte. Sofort nutzte sie ihren neuesten Angriff, auch wenn es etwas seltsam war. Zunächst hatte Snibuna eindeutig keine Ahnung, was geschah und wurde kritisch erwischt. Jedoch schaffte sie es, in der Mitte des Strahles ihre Krallen zu erheben und den restlichen Angriff zu blocken, bevor sie in Sekundenbruchteilen neben Aurora auftauchte und mit Metallklaue zuschlug. Zeit zum Ausweichen gab es nicht. Und sofort fand sich Aurora wieder, im Risikobereich zu Boden gefallen. Und Snibuna, ihres eigentlich sicheren Sieges bewusst, zeigte wieder Selbstbewusstsein. Ihr könnt am Ende keine Veteranen besiegen. Seht es ein, letzte Worte, Schneeball. An den Seitenlinien zuckte Monagoras auf. Er erinnerte sich an diese Situation. Er war einst selber in einer solchen gewesen. In der Prüfung, als Team Polana Vatra Teil der Oberliga wurde, welche sie nun gewinnen wollten. Und genau hierauf hatte Aurora es hinausgewollt. Ein Wort! Schachmatt! Unter einer verwirrten Snibuna schoss eine Eissäule in die Höhe, welche genug Schock erzeugte, damit Mondgewalt kombote und kritisch traf. Ein lautes Läuten drang durch den Saal. Es ist entschieden! Team Polana Vatra gewinnt das Oberliga-Turnier dieser Saison mit einem 3:1 im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Es war ein schöner Kampf beider Teams. Etwas gequält hob Aurora sich. Doch als sie den Ring durchschritt, schwanden ihre Wunden. Sehr gut, Aurora. Wir waren ihnen über. Während die Verlierer langsam enttäuscht abgingen, blieb Elementara noch bei ihren Freunden. So viel zu den Underdogs des Turnieres, nicht? Ich wusste, ihr könntet es schaffen. Aber freut euch nicht zu früh, die Relegation steht immer noch an. Morgen an diesem Ort zur selben Zeit, richtig? Kells Frage war nicht sonderlich berechtigt, wie Aurora in Gedanken an Elementaras letzte Rede feststellte. Weder noch, morgen zum Mittag in Crowning, die große Arena der Königsliga. Ihr werdet zum ersten Mal vor großem Publikum kämpfen. Oft war Aurora bereits an diesem Ort gewesen, berühmt wie er war. Oft hatte sie in den Zuschauerrängen gesessen und gesehen, wie sich Teams duellierten. Immer mit dem Traum eines Tages auf der anderen Seite des Zaunes zu sein. Und dieser Traum würde sich nun erfüllen. Ich empfehle euch, da soweit ich weiß, weder Machado noch Kell den Ort kennen, bereits früh aufzubrechen und euch die Arena noch einmal anzusehen.
Zur Mittagszeit werde ich eintreffen und eurem großen Match beiwohnen. Und ich muss zugeben, so gespannt war ich schon lange nicht mehr auf ein Relegationsduell. Und bringt Ausdauer mit, ihr werdet in die Extremform der Kämpfer eingeführt. Erst nach 2 vollen Duellen, welche für ein Team enden, ist der Kampf geschlagen. Eine große Frage stand nun noch im Raum. Monagoras stellte sie als erster. Sag mal, weißt du eigentlich, wer unsere Gegner sein werden? Elementara wirkte begeistert. Das macht es sehr so spannend. Es können nur Verbündete siegen. Ihr tretet morgen gegen Team Slash um ihren Rang an.